Am Beispiel der sogenannten Müllerbrenne möchten wir Ihnen nun ein positives Beispiel von Brennenpflege zeigen. Die Müllerbrenne ist jetzt hier hochinteressant, weil sie so einen Reliefwechsel hat aus tiefer liegenden, feuchteren Standorten. Da sieht man auch Hochstauden, wie man sie an Bachufern kennt, und eben dem höher gelegenen Trespenrasen mit Orchideen. Dort gibt es auch schöne alte Kiefern und auch Eichen, die ein recht malerisches Gesamtbild ergeben. Wichtig ist, das Mähgut immer abzufahren, um eine Aufdüngung der Flächen zu verhindern. Nur so können sich die typischen Brennenarten erhalten, die auf magere Standorte angewiesen sind.